Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal ein bisschen Fashion. Und zwar möchte ich über ein Kleid reden. Warum ziehen wir eigentlich so wenig Kleider an? Also mir ist aufgefallen, wenn ich mir so das oder mich selbst beobachte oder mir das Straßenbild anschaue, dass doch wenig Frauen, also weniger Frauen, Röcke und Kleider tragen als Hosen. Hosen ist bequemer, ne? Wenn man so zurückschaut, unsere Mütter oder Großmütter, die hatten viel mehr Röcke und Kleider an. Aber ich möchte auf ein Kleid heute eingehen, und zwar das Wickelkleid. Die Erfinderin des Wickelkleids war die amerikanische Designerin Diane von Fürstenberg. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. In den 70er Jahren wickelte sie nicht nur die Frauen um den Finger, sie wickelte die Frauen in einen Wrap-Dress. Tja. Figurbetont, glamourös, feminin, Selbstbewusstsein, das strahlte alles dieses Kleid aus, was sie in den 70ern, also per Zufall, entworfen hatte. Denn hinter jedem berühmten Kleidungsstück steckt auch eine Geschichte. Zum Beispiel hinter dem Trenchcoat steckt die Geschichte der Soldaten im Schützengraben. Beim Coco Chanel ist es das kleine Schwarze. Bei Yves Saint Laurent der Smoking, also Smoking für die Frau. Und beim Wickelkleid ist, antwortete Diane von Fürstenberg, dass es eine unschuldige Bettgeflüster-Geschichte ist. Sie wollte sich morgens herausschleichen aus dem Hotelzimmer, während der Mann noch schlief, und sich schnell anziehen. Und da passte natürlich so ein Wickelkleid, was man sich schnell so über die Schulter wirft. Es wird getragen wie ein Bademantel. Ich rede jetzt wirklich von dem klassischen Wickelkleid, was, ich zeige euch das auch gleich, was jetzt nicht, was jetzt hier oberhalb nur so gewickelt ist, sondern ein richtiges klassisches Wickelkleid, was wie so ein Kimono oder wie ein Bademantel offen ist und dann entweder vorne oder hinten zusammengebunden wird. Die Erfindung dieses Kleides passte damals perfekt in den 70er Jahren zu der Frauenbewegung. Was bedeutete, dass sich die Frau leicht fühlte, frei fühlte, feminin, selbstbewusst und auch die Selbstbestimmung über ihren Körper, was ziehe ich an. Die Nachfrage war in den 70ern so hoch, das müsst ihr euch mal vorstellen, dass 15.000 Kleider pro Woche produziert werden mussten. Und die sind nicht gerade billig. Also die waren damals schon teuer und heute kosten sie so zwischen 500 und 600 Euro. Allerhand, ne? Aber ich glaube, das ist so eine Anschaffung fürs Leben. Und sie hat auch ganz tolle Prints entworfen. Und mittlerweile, das ist so ein... Dieses Kleid hat so eine Berühmtheit und war so stilprägend, dass also ein Modell davon im Metropolitan Museum of Art in New York hängt, also ausgestellt, ein Wickelkleid von ihr. Das ist schon mal eine Leistung, das muss ein Designer erstmal hinkriegen, ne? Also so aus einer Laune heraus, die war damals Ende 20, glaube ich, so ein Kleid zu erfinden, was über Generationen weitergetragen wird, das ist schon phänomenal. Das Kleid wird, wie schon vorhin gesagt, wie ein Morgenmantel getragen und es passt sich der Körperform an. Egal welche Größe ihr habt, ob ihr 36 oder 46 tragt, es passt sich eurem Körper, es schmiegt sich, es wickelt sich um euren Körper drumherum. Und nicht andersherum, dass man sich so reinpressen muss in irgendein enges Kleid, ja, egal welche Größe man hat. Charakteristisch ist, wie gesagt, der tiefe Ausschnitt. Es gibt die von Fürstenberg-Kleider, die haben dann meistens noch so einen kleinen Kragen. In der Regel langärmlich und manche haben sogar einen Schlitz an den Seiten. Also ich habe jetzt hier, ich zeige euch gleich nachher, blende ich euch was ein. Ich habe jetzt keinen Schlitz, aber man kann auch ohne Schlitz. Es gibt mit und ohne Schlitz. Ich finde, so ein Kleid sollte jede Frau besitzen, egal wie alt sie ist. Gut, jetzt 20 nicht, aber ich 20-Jährige habe ich auch nicht auf dem Kanal hier. Weil es ist stilprägend. Und ihr müsst das mal selber an euch beobachten, wenn ihr ein Kleid anhabt oder auch anderes Schuhwerk. Jetzt nicht gerade Sneakers oder Ballerinas oder Axe. Dass man ein anderes Auftreten hat. Sobald du dich fraulicher, femininer anziehst, hast du auch diesen, du hast einen anderen Ausdruck, du hast eine andere Körperhaltung, eine andere Körpersprache. Und daran sollten wir uns erinnern. Wir sind Frauen und müssen, ich meine, ich renne auch gerne so schludrig rum mit irgendeiner Jogging- oder Yoga-Hose und Axt, aber wir haben dann einen schlurfenden Gang. Man wird irgendwie anders wahrgenommen. Also ich habe festgestellt, wenn ich ein Kleid anhabe und höhere Schuhe oder Stiefel, wird man eher wahrgenommen als mit einer Jogginghose und einem dicken Mantel. Es ist so. Also auch von Frauen. Es ist ja auch das Phänomen, für wen ziehen sich Frauen eigentlich hübsch an? Für sich selbst, für die Männerwelt oder für Frauen? Und
Laut Umfrage und Studien heißt es, dass sich Frauen für andere Frauen schön machen. Das ist schon interessant, ne? Frauen machen sich für Frauen schön. Sie wollen vom gleichen Geschlecht, wollen sie beachtet werden, sie wollen Lob, Anerkennung, weil das ehrlicher ist. Das ist jetzt, ne, was heißt ehrlicher? Männer werden es auch ehrlich machen, aber ich glaube, das nimmt man mehr an, wenn dir ein Frauenkompliment machst. Bei einem Mann ist meistens vielleicht ein etwas anderer Hintergrund, aber wenn eine Frau einer Frau ein Kompliment macht, das ist etwas ganz Wundervolles, das nehmen wir auch ernst und das nehmen wir auch an und sagen, naja, ne? Manche Frauen, also manche können ja auch keine Komplimente annehmen und stecken die so weg. Ich sage euch nur, wenn ihr ein Kompliment bekommt, nehmt es an. Es tut so gut, Komplimente zu bekommen, ein Lob zu bekommen. Weil wir geben uns ja alle Mühe, sei es jetzt im Gesicht, also was wir mit unserem Gesicht so alles veranstalten oder wie wir uns kleiden. Also berühmte Trägerinnen des Rap-Dresses sind unter anderem Michelle Obama, Kate Middleton, Sarah Jessica Parker, die wir alle kennen von Sex and the City, Anne Hathaway, also viele, also Frauen, die wir kennen aus den Medien, die tragen alle diese Kleider. Gut, die werden natürlich die Originale tragen, aber ihr Lieben, das Wickelkleid ist meistens aus einem Jersey-Stoff, langärmlich und geht ungefähr bis zum Knie. Es kann oberhalb des Knies enden oder unterhalb des Knies. Sehr schön ist es jetzt im Herbst mit Stiefeln natürlich. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine blickdichte Strumpfhose anziehen, sondern eine schwarze, wo so ein bisschen Haut noch durchschimmert. Man kann das Wickelkleid hier vorne binden, man kann es natürlich auch hier hinten binden, also hinten eine Schleife machen. Es, wie gesagt, charakteristisch ist der weiche Jersey-Stoff, der unseren Körper umhüllt. Ja? Also dieses Kleid umschmeichelt unseren Körper, nicht andersherum. Und meistens gibt es schöne Prints, ob jetzt Blumenprint oder geometrische Prints. Mittlerweile tausendfach kopiert, das Original der Diane von Fürstenbeck. Dieses Modell, was ich hier anhabe, ist von der Firma Mango. Ich habe euch das rausgesucht. Ich verlinke das. Diesen Zalando-Shop kostet 25,99 € und ich bin hin und weg. Die Kleider von Diane von Fürstenberg kosten natürlich zwischen 500 und 600 Euro. Man kann sie auch günstiger kaufen im Online-Shop, also im Secondhand. Aber ich wollte natürlich jetzt ein neues Modell euch vorführen. Das ist ein Modell Herbst jetzt, Herbst-Winter 2018 von Mango. In Schwarz mit so einem, ja, das ist so ein Bordeaux, ne? Bordeaux-Farben. Ich finde, es ist sehr gelungen und ich habe mir gedacht, ich habe das also als Test bestellt für 25 Euro und dachte, ja, das kann ja nichts sein, aber es ist was. Es ist wirklich, es trägt sich ganz, ich habe es auch schon gewaschen natürlich, Aufgang auf dem Bügel wieder angezogen, auch ein tolles Kofferkleid. Was soll ich weiter zum Wickelkleid sagen? Ich bin einfach begeistert und dachte mir, ich muss euch das mal wieder nahelegen, weil wir ja doch oft mehr zu Hosen greifen. Dabei, so ein schönes Kleid umschmeichelt uns natürlich. Und wir fühlen uns ehrlich gesagt, in einem Kleid haben wir ein ganz anderes, weiblicheres Auftreten. Also wir sind stilsicherer. Mit einer Hose, mit einer Jeans ist man, naja, man läuft anders, man hat eine gerade Haltung. Also Schulter nach hinten, Brust raus, Popo zusammenkneifen und ab geht's. Ja, dieses Modell für 25,99 € gibt es, klar, mit diesem Print ein ganz schwarzes und dann noch so ein anderes, so ein bisschen bunteren Mustermix, auch sehr schön. Also ich verlinke euch das. Kann man nichts mit falsch machen. Es sieht auch schön aus, wenn man das über eine Hose ansieht. Könnte ich auch gleich mal machen. Ich ziehe das mal über eine Hose an und zeige euch mal, wie das über eine Hose aussieht, so ein Kleid. Jetzt nicht über eine Skinny, sondern die müssen ein bisschen weiter sein. So, jetzt ist das Wickelkleid ganz anders gestylt und zwar mit einer Marlene-Hose, also eine weite schwarze Hose. Man kann natürlich auch andere Schuhe anziehen, aber ich dachte mir, das ist ein toller Bruch. Und eine Klatsch. Ihr seht, das ist ein ganz anderes Bild jetzt, ne? Und ich habe jetzt auch das gute Stück hinten gewickelt. Vorhin war es ja vorne. Also mit dem Wickelkleid, jetzt kann man eine dicke Strickjacke drüber ziehen, einen Trenchcoat oder eine Weste oder auch einen kleinen Blazer. Man kann das Wickelkleid im Alltag
durchaus tragen. Man kann es abends tragen zu einem Date, man kann es im Theater anziehen. Also es kommt doch darauf an, was ihr für einen Print wählt. Ne? Es gibt ja nun ganz dezente Prints, es gibt einfarbige Wickelkleider und es gibt auch sehr auffällige Prints. Ich wollte dieses Kleid einfach euch mal wieder nahelegen. Viele kennen es von euch. Und es feiert eigentlich jährlich sein Comeback. Eigentlich ist es gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Kleiderschrank, wenn man eins hat. Viele haben bestimmt eins oder haben sie. Ich hatte sehr viele und habe sie blöderweise, also auch originale Fürstenberg, und habe sie blöderweise verkauft. Im Secondhand für ein Apfel und ein Ei war blöd, weil ich dachte, auch ich ziehe die nicht mehr an. Die waren mir ein bisschen groß allerdings, auch weil diese Diane von Fürstenberg Kleider sehr groß ausfallen. Ja. Schwarzes Wickelkleid mit schwarzer Hose finde ich ein sehr schickes, tolles Outfit. Und nun zum Schluss verlinke ich euch dieses Kleid in drei Ausführungen zum Online-Shop Zalando. Und dann mit der Firma Mango. Also schickt dann nicht Zalando, das schickt dann Mango euch zu. Ich habe auch geschaut in Mango Store, also hier in Frankfurt, in verschiedenen, da gab es das nicht. Es gab es nur online. Also wenn ihr Interesse habt und kein Wickelkleid habt und denkt, Mensch, das wäre mal eine Idee. Und ich denke mir, 25 Euro, also 25,99 ist durchaus drin. Es ist jetzt nicht so ein weltbewegender Preis. Man sagt, Gott, oh Gott, ne? Und für diejenigen, die gerne ein Original haben möchten. Und ihr könnt durchaus im Secondhand euch Kleider bestellen. Also bei eBay gibt es die oder im Secondhand in eurer Stadt. Oder es gibt ja auch so Designer-Secondhands. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für irgendeinen machen, außer für Zalando. Weil Zalando kennen wir alle und ich glaube, ich kenne niemanden, der noch nie bei Zalando bestellt hat. Also ich verlinke euch das gerne. Und danke fürs Zuschauen. Und für die Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr mich gefunden habt in dieser großen YouTube-Welt. Das ist hier ein Kanal für Best Ager und ihr könnt mir kostenlos ein Abo dalassen. Ich wünsche euch wie immer das Beste und ich beende jedes Video mit dem Satz, seid bitte besonders gut zu euch und ich bin es auch zu mir selbst. Ihr schreibt mir auch immer, sei du aber auch mal gut zu dir. Ich werde mir Mühe geben, ihr Süßen, dass ich auch gut zu mir bin. Wie immer, happy day, happy weekend und bis bald. Ciao.